ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch in diesem Video einfach mal ein paar meiner Winterfavoriten vorstellen. Also die Sachen, die ich eigentlich jeden Tag im Stall benutze und die jetzt auch irgendwie dann zum Winter passen. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Winterfavoriten sind, was bei euch im Winter im Stall auf gar keinen Fall fehlen darf. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Die Sachen, die ich jetzt nenne, sind natürlich nicht alle Sachen, die ich benutze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag mal eine Mütze vergesse, dann heißt es nicht, dass ich keine Mütze anziehe. Aber das sind jetzt einfach mal die Sachen, die ich am liebsten im Moment benutze. Beginnen wir mit einer Abschützdecke von Chevalier, die ich im Espresso im Moment einfach super gerne anziehe. Chevalier ist eine ziemlich junge, neue Marke und da habe ich diese Abschützdecke bekommen und finde sie einfach super schön und total kuschelig und ja, die habe ich auf jeden Fall hier in Grau. Das ist eine Showdecke und ja, die steht im Espresso super gut und eine Abschützdecke braucht man im Winter sowieso jeden Tag und die tragen wir im Moment einfach super, super gerne. Im Winter darf natürlich ein Schal auch absolut nicht fehlen und ich mag im Moment einfach diese XXL Super Super Schals. Die sind zwar nicht immer so praktisch, weil man manchmal nicht weiß, wohin damit und die Haare werden damit immer total knotig, aber die halten einfach super warm. Da habe ich jetzt hier diesen von HKM und ja, wenn man die halt mit einer Jacke dann einfach noch richtig schön so um den Hals zieht, dann kann man schon das halbe Gesicht mit verdecken und kommt einfach nicht so schnell zu frieren und ich friere im Moment, wenn es so kalt ist, wirklich immer ziemlich doll. Meistens ist es auch so, dass ich im Stall irgendwie immer kalte Füße habe. Ich habe mir zwar jetzt mal so Winterreitstiefel zugelegt vor einem Jahr, aber so die absolute Kälte halten die leider auch nicht weg. Und ich bin sonst auch immer eher die, die austrangierte Schuhe von zu Hause dann als Stallschuhe anzieht, also keine Ahnung, irgendwelche alten Chucks oder irgendwie sowas. Und das dann halt auch im Winter, bis ich meine normalen Winterstiefel oder so anziehe. Ja, deshalb habe ich auf jeden Fall jetzt diese Stiefeletten, Winterstiefeletten von Ariat oder Ariat, wie auch immer man das ausspricht. Und ja, habe jetzt auch gleich, seit ich die habe, ein paar alte Chucks in die Mülltonne geschmissen, weil die eh schon total ausgelatscht waren. Und da hat es einfach gepasst, dass ich nicht in Versuchung gerate, die wieder anzuziehen, weil sie eigentlich eh total kaputt sind, habe ich sie einfach direkt entsorgt. Und habe deshalb jetzt hier diese schwarzen Stiefeletten. Die sind auf jeden Fall super, super warm, winddicht, wasserdicht und kann man immer ganz schnell abbürsten und abwaschen, dann sind sie wieder sauber. Und die ziehe ich jetzt im Moment eigentlich jeden Tag im Stall an. Und manchmal ziehe ich dann sogar gar keine Reitstiefel an, sondern reite mit denen, weil die so bequem sind und mir dann einfach die Füße nicht abfrieren. Ziemlich cool. Ich bin ja sowieso eine ziemliche Teetrinkerin und deshalb darf im Winter im Stall auch kein Tee fehlen. Da mache ich mir ja dann meistens einfach nur entweder so einen kleinen Thermobecher oder eine ganze Thermoskanne. Die kann ich ja zu Hause dann auch leer trinken, wenn ich sie nicht schaffe. Und da kann man sich einfach immer nochmal super aufwärmen, so kurz vorm Reiten oder direkt nach dem Reiten oder bevor man fährt. Wenn es einfach ziemlich kalt ist, ist es ziemlich cool. Ich mag im Moment zum Beispiel den Lemon Cake Tee total gern. Ich glaube, da gibt es auch noch sowas wie Blaubeermuffin oder so. Die schmecken irgendwie ziemlich cool. Aber auch, wenn man sie zu lang ziehen lässt, zu süß. Kennt jemand von euch auch diesen Lemon Cake Tee? Ich finde ihn auf jeden Fall super lecker. Seit ich diese Fleecejacke von Eurostar habe, habe ich einfach gemerkt, wie warm Fleece im Winter halten kann. Also ich war sonst nie ein Fan von Fleece. Ich fand es irgendwie nicht so cool und irgendwie, keine Ahnung, unpraktisch, weil die Haare so schnell drin hängen bleiben und so. Und fand es irgendwie, keine Ahnung, es hat mich nie so angezogen. Aber seit ich die Jacke habe, ziehe ich im Winter so oft Fleecejacken an. Ich habe mir auch diese Jacke gerade noch mal in einer anderen Farbe gekauft, als ich gemerkt habe, wie warm die hält. Und ja, also wenn ihr auch kein Fan von Fleece seid, Fleece hält wirklich, wirklich warm. Und ich mag es jetzt auf jeden Fall. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, frieren meine Füße immer ziemlich schnell. Und wenn ich dann doch mal irgendwie keine Reitstiefel anziehe oder so, dann sind auf jeden Fall diese langen Kniestrümpfe, Reitsocken von Burlington ziemlich cool. Sind auch extra dicke für den Winter, also nicht so ganz normal aus einem normalen Stoff. Und die ziehe ich dann auch super gerne an. Dann ist es jetzt was, was nicht wirklich warm hält oder irgendwie vor Kälte schützt, aber ich mag total diesen Stirnriemen von Equine Concept mit den ganzen goldgelben Farben, weil das irgendwie so an Weihnachten erinnert und so in den grauen Wintertagen nochmal so ein bisschen Glitzer und Farbe in den Pferdealltag mit einbringt. Und deshalb mag ich den total und ziehe den auch im Moment eigentlich jeden Tag an. Beziehungsweise ist er im Moment eigentlich immer an meiner Trense. Was bei mir im Winter auch absolut nicht fehlen darf, weil ich ganz empfindliche Hände habe, ist natürlich Handcreme. Da habe ich einmal diese Kokoshandcreme und die riecht so, 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 so lecker.
wenn ich daran rieche, würde ich sie am liebsten direkt essen, weil die so lecker nach Kokos-Eis und so schmeckt. Aber nee, darf man nicht essen. Die ist einfach mal so für zwischendurch, habe ich eigentlich immer im Auto oder irgendwo rumliegen, damit ich die Hände immer mal zwischendurch eincremen kann. Und wenn sie schon wieder ziemlich gereizt sind, habe ich hier noch von Yves Rocher eine reparierende Handcreme, die dann ein bisschen fettiger ist und mit der man halt nicht sofort irgendwie gleich wieder was angreifen sollte, weil es halt ein bisschen schmierig sein kann, aber gut und pflegend für die Hände. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall erstmal meine Winterfavoriten, die ich im Moment so habe, die ich total gern anziehe, trage, benutze, wie auch immer. Zu den meisten Produkten packe ich euch auch nochmal weitere Infos in die Infobox, also könnt gerne nochmal da vorbeischauen. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!